So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Die letzte Aufnahme ist jetzt endgültig komplett rum. Das heißt, keine Cuts und alles mögliche mehr drin an den Enden oder Satzenden. Ich bin hart am Überlegen, ob ich heute eiskalt 5 Folgen rausknüppel, weil ich noch 4 von denen im Petto habe. Ich glaube, das mache ich. Ich hau die eiskalt raus und mache dann dementsprechend nochmal hier so weit. Das war mir so ein bisschen jetzt ein Dorn im Auge. Ich habe nochmal ein klein wenig was geändert. Man sieht es jetzt gerade hier. Ich habe beim Minecraft ein wenig was optimiert, ein bisschen was aufgeräumt. Ich habe die Jar-Datei ein bisschen entmüllt. Das heißt, so sollten jetzt keine Ruckler mehr drin sein, alles Mögliche. Ich habe nochmal Custom Colors angemacht. Der Himmel und alles Mögliche ist viel farbenfroher. Man kann ganz leicht Wolkenandeutungen sehen. Die Lichtverhältnisse sollen ein bisschen besser sein. Himmel schön 1A blau. Und das heißt, wir starten jetzt weiter durch und ich werde Folgendes machen. Ich werde es einfach so machen wie immer und auch dementsprechend begrüßen, verabschieden. War mehr oder weniger so ein Markenzeichen. Beim letzten Mal war es halt so, ich habe halt Folgendes gemacht. Ich habe einfach dann hier hingesetzt. Ich weiß nicht warum. Genau wegen dem Themenfluss habe ich gedacht, es wäre besser, wenn ich einfach das komplett in... Wirklich einfach nur cut, ohne dass der Hallo und Tschüss sagt. Und dass man das dann am besten in der Playlist schauen kann. Springt das automatisch im nächsten Video weiter. Natürlich ist es blöd, wenn man die tagtäglich einfach schaut. Also nicht in der Playlist, sondern jeden Tag eine Folge. Dann weiß man am nächsten Mal gar nicht, wo es war. Das ist natürlich das Ausproblem. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Jetzt ist es so gewesen. Vorbei. Und gut. Ich mache dementsprechend halt jetzt so weiter einfach, also wie immer, und muss auch mal schauen, also noch, das Studium fängt bald an, ich habe schon erwähnt, ich bin im Moment so am Überlegen, wie machst du es am besten, ich hoffe mal, dass ich den Uploadplan beibehalten kann, ich schau mal, wie es aussieht, ich muss gucken, ob 1 oder 2 kommen, je nachdem, ansonsten, ich weiß, ich laufe jetzt gerade hin und her, ich hau nur gerade noch eine Sache raus, eine kleine Nebeninfo, ich habe noch zufällig ein interessantes, wie soll ich sagen, etwas größeres Together-Projekt fertig aufgenommen schon. Insgesamt mit 2,5 Stunden Aufnahmen sind 2 Durchgänge von einer Map, die sogar richtig hammermäßig ist. Wir sind da 6 Leute gewesen. Beim zweiten Mal 7 Leute, das zweite Mal übrigens noch besser als das erste Mal. Die kommt dann demnächst auch raus. Mal schauen, vielleicht haue ich heute auch schon. Nee, komm, heute habe ich hier 5 Parts. Morgen haue ich die raus. Morgen kommt dann der erste Part von dieser Map. Ist eigentlich relativ verhältnismäßig, finde ich, am besten von allen Adventures, die ich jemals gemacht habe oder am unterhaltsamsten. Da können wir dann, oder könnt ihr euch ja gerne mal einen Blick drüber verschaffen. Und da, ich laufe jetzt sinnlos hin und her, bin kaum was am Machen. Ich muss mich gerade orientieren. Folgendes habe ich gedacht, die Inneneinrichtung steht so halb. Das heißt, hier müsste ich vielleicht noch irgendwas sonst noch reinhauen. Jukebox oder irgendwas. Ja, irgendwas baue ich auch noch rein. Hier muss noch ein Platzfüller rein. Folgendes, habt ihr eine Idee? Warte, ich frage einfach mal euch, genau. Was können wir denn noch hier alles reinmachen? Da ist noch jede Menge Platz. Hier habe ich gedacht, kommt ein kleiner Baustand nochmal rein. So, gucken wir gerade mal. Ich habe gerade so viele Themen im Kopf. Die Aufnahme ist gerade eben gelaufen. Ich habe gedacht, komm, nimmst du nochmal Let's Play auf. Hast eine ziemlich gute Laune gerade. Und von daher mache ich das auch. Ich gucke zu wieder aus dem Fenster. Ich mache zu wenig. Ah, schön, ich muss gerade mal gucken gehen. Wie war das noch einmal neulich in der Folge? Crafting-Rezepte, wie viele gelernt? 0 gelernt. Ja, Hunde sind immer noch gespawnt. Wie macht man denn Stone Bricks? Bin ich jetzt ganz blöd? Kann man die irgendwie so machen? Geht das irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr, wie man Stone Bricks macht. Sorry, geht nicht. Keine Ahnung. Shop Cane, Blauen. Wie man Stone Bricks macht. Muss man irgendwie Cobblestone hier rum experimentieren? Ich weiß es nicht. Müsste ich nachgucken, hätte ich gedacht, kommt um Stone Bricks hin. Und eventuell noch ein Braustand drauf. 2 Braustände am besten und in der Mitte ein Enchantment Table. Den kann ich ja aus Diamanten Obsidian machen. Und ich würde gerade mal was austesten. Folgendes. Da habe ich eine Dia-Spitzhacke. Efficiency Silk Touch brauche ich gerade mal nicht. Ich bräuchte Eis. Ich möchte gerne mal probieren, ob es noch funktioniert mit Eis im Nether, weil dann würde ich nämlich im Nether eine Hammer-Obsidian-Farm draus machen. Einfach ein paar Lava-Seen zu kleistern und dann Obsidian abfarmen. Das war mein Gedanke, weil... Obwohl, wofür brauchen wir so viel? Ich habe doch noch genug. Moment. Hey, schwarzer Hund. Du bleibst mal da sitzen. Da gucke ich gerade mal im Lager. Also Enchantment Table mache ich und mit Blaze Rods mache ich dann jetzt auch nochmal gleich einen Braustand. So. Ich habe irgendwie im Moment relativ viel vorproduziert. Das heißt, außer Let's Play natürlich, das müsste ich noch machen. Das heißt, ich kann im Moment ein bisschen was an Folgen raushauen. Diese Special Adventure Map, schaut es euch einfach an. Ich denke mal schon, das ist eine Sache. Es ist was anderes als alle anderen Adventure Maps, die man so an sich vielleicht schon kennt. Es ist weder Puzzle noch
noch Jump'n'Run, noch was anderes. Es ist einfach Teamplays sind das, mehr oder weniger. Warte, wo habe ich denn hier gerade allgemein das Obsidian reingeschmissen? Habe ich das hier vorne mit reingetan? Nee, in die Wertvollkiste. Moment, Wertvollkiste. Ich brauche 3. Einen Diamanten brauche ich dafür, das weiß ich. Brauche ich dafür ein Buch? Boah, ich kenne mich in die Rezepte nicht aus. Pass mal auf, ich gucke gerade mal die Rezepte nach. Kurzer Cut rein. Okay, da hätten wir es auch schon wieder. Ich hoffe, da war jetzt kein widerliches Knacken drin. Die sind nicht auf am Start, dann steuert kurz das Mikro. Ich brauche 4 Obsidian, 2 Diamanten, 2 und ein Buch. Aber ich glaube, Bücher habe ich noch oben im Haus schon drin. So, ich nehme mal Eis mit Just for Fun, um das dann im Nether mal auszutesten, ob das Ganze geht. Und sonst habe ich zu viel Schrott im Inventar. Für die Stone Bricks brauchen wir hier Clean Stone. Sagt das doch gleich. Warum denn so? 64er Stack Stone Bricks. Sehr schön. Die hätten wir dann auch schon machen, wenn wir ganz viele brauchen. Die werde ich dann irgendwie mit einlagern. Ich habe hier noch bei Nahrung ein bisschen Kuhfleisch. Das können wir aus der Kiste hier rausschmeißen. So. Und ja, vielleicht noch als Hinweis. Ich werde vielleicht den nächsten Mal anfangen, die Commentaries weiterzuführen auf Spark Gaming TV. Ich habe Singleplayer durchgespielt, auch wenn bei der Kampagne nur 50% steht bei MW3. Kann man das jemand verraten? Ich verstehe es nicht. Also, irgendwie ist da durchgespielt, man kommt nicht weiter und scheint wohl fähig zu sein. Ich weiß es nicht. Glowstones übrigens, kommt durch mit in die Wertvollkiste mit rein. Und, Cobblestone, Fans. Da kommen die Fences rein. So. Spruce Saplings. Da könnte ich noch anpflanzen. Die nehme ich mit. Pfeil nehme ich mit. Das Schwert behalte ich. Das da hier. Ich brauche noch eine Schaufel. Ich habe keine Schaufel mehr. Moment. Machen wir alles schnell fertig. Habe ich noch Eisen? Ja, habe ich auch noch. So. Das wäre als Schaufel schon mal. Eisen nehme ich mit Nether. Ich glaube, ich tue ein bisschen Erde raus. Oder sollte ich mal raustun? Erdekiste hatten wir hier hinten. Das ist gerne die Aussehen. Ich brauche gar keine Beschriftung mehr. Hier war mal eine Beschriftung dran für diejenigen, die es noch nicht kennen. Die habe ich abgebaut, als ich hier hinten Cobblestone-Wand ersetzt habe. Gunpowder. Moment. Kommt da rein. Und verhungern werden wir hier erstmal nicht. Das ist auch klar. So, dann kann ich mir schon mal einen Verzauberungstisch craften. Also es ist jetzt dekomäßig. Soll ich da für ernsthaft jetzt 2 Diamanten verschwenden für einen Deko-Zaubertisch? Ich habe einen Zauber, das mache ich gar nicht mal. Ich glaube, das mache ich gar nicht mal. Ich werde mir keinen Zaubertisch machen für Deko. Ich habe ja schon einen. Ich werde da was anderes hinbauen. Ist, finde ich, jetzt das Sinnvollere. Ich weiß nicht, brauche ich das Redstone noch? Nee, eigentlich nicht. Wir sind ja fertig oder sollten fertig sein. Pass mal auf, da tue ich das hier wieder zurück. Survival, so viel Redstone sammeln, muss man echt gefahren haben ohne Ende. Das Eis zerschlagen oder das Eis schmelzen lassen? Ich probiere es mal mit schmelzen lassen. Ich guck mal, ob es geht. Das sehen wir dann. Ich könnte auch mal Folgendes machen. Ich gehe mal hier das Raw Beef und gehe mal hier hin und nehme ein bisschen Kohle mit. Ach komm, nehme ich einfach 6 oder 7 mit. Egal. Auch wenn ich nicht so viel brauchen werde. Tue ich mal da rein. Kohle, Beef, das nehme ich raus. Jetzt gehen noch die Level hoch. Wo man sehen kann. Und Level 10. Sage ich doch. Das hier waren die Bricks. Warte mal kurz. Die kann man so hinsetzen, gell? Ja, kann man. Moment. Da kommen sie rein. So, Bricks habe ich auch noch einige. Werde ich an sich so aber wahrscheinlich nicht brauchen. Also fürs Erste. Ich wüsste nicht, was man daraus bauen könnte. Ansonsten als Bauidee allgemein war eine Oase ganz nice in der Wüste, das ist so nebenbei, aber ich habe da noch eine Höhle neulich gefunden, falls ihr das noch gesehen habt oder auch nicht. Ich habe eine Höhle gefunden, ganz in der Nähe, die so nah dran war, die habe ich noch nicht erkundet, da will ich auf jeden Fall rein, wir waren schon lange nicht mehr auf Höhlenerkundungstour. Ich habe mir nebenbei Themen rausgesucht, das heißt, ich wurde mal gefragt wegen Haustieren allgemein, könnte ich ein bisschen was zu erzählen vielleicht? Und es kommt dann in der nächsten Folge. Die Folge ist gleich schon voll. Das war mehr oder weniger schon wieder fast ein organisatorisches jetzt. Es ist furchtbar, aber ihr müsst bedenken, das sind gerade mal 10 Minuten. Ich nehme natürlich mehr als nur 10 Minuten auf. Muss in dem Fall sein. So, Saplings, nee, wollte ich mitnehmen und da hinten anpflanzen. Stufen nehme ich auch nochmal mit.
Und mehr oder weniger habe ich jetzt das geholt, was ich brauchte. Das da hier. Und Moment, nein, Blaze Rods muss ich noch holen. Das kommt, hau noch in die Folge rein. Blaze Rods und zwar für... Warte mal, die als Brautzutat sind die nach oben, gell? Ah, scheiße, es kann natürlich sein, dass die jetzt im Magierturm sind. Da gehe ich gerade nochmal rein. Und, warte mal. Ach nö, ich habe auch noch Bricks dabei. Ich leere das Inventar ganz schnell. Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Nee, falsche. Waren sie da? So. Irgendwie werde ich die Health Pots irgendwie nie verwenden. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Einstellungen noch habe. Das sind auch Plätze, die weggenommen sind vom Inventar. Ich muss irgendwie strukturierter vorgehen und mehr Schrott rausschmeißen. Nicht immer Erde und sowas mitnehmen. Wenn ich Erde brauche, dann weiß ich, wo ich sie holen muss. Aber dann brauche ich die nicht ständig dabei. Klar, vielleicht brauchst du sie mal zum Hochstacken oder sowas in der Art, aber weißt ja nie. Ansonsten, vom Aussehen her müsste es eigentlich soweit gehen. Jemand hat gemeint, hier vorne die Lampen würden nicht funktionieren, aber die hatte ich angeschlossen. Ich glaube, die hätte ich angeschlossen. Das sehe ich dann, wenn mal Nacht ist oder Tag. Ja, okay, die sind irgendwie dauerhaft an mittlerweile. Die NPC, oder das funktioniert, oder wenn du dich in der Nähe des NPCs befindest, nicht weiter weggehst, finde ich schade. Liegt wahrscheinlich wieder am Servertechnischen. Kannst du nichts machen. Ansonsten hier, den Zugangsweg haben wir gemacht. Der sieht so ein bisschen, naja, aus. Ich weiß nicht, ich kann wie keine vernünftigen Wege machen. Bei mir sehen die immer echt so richtig kantig, eckig aus. Wenn ich aber versuche, das zu modifizieren, dann sieht es trotzdem noch nach Müll aus. Weiß nicht, sieht ein bisschen ruckartig aus. Hoffentlich nicht allzu schlimm. Ich hätte vielleicht noch eine Idee, pass mal auf. Vielleicht könnten wir eine Sache noch ausprobieren. So, da Erde eingesammelt. Da weggemacht. Geht das so, oder... Nee, das sieht so blöd aus. Das sieht so blöd aus. Lass ich's halt. Komm, ich lasse es komplett. Gut. So, dann nach oben. In den Magierturm. Und da stelle ich mir mit den Blaze Rods, die ich wahrscheinlich da oben drin gelagert habe. Ich sage wahrscheinlich. Den Braustand. Und der kommt dann als Deko unten rein, weil eine Blaze Rod, die kann ich nochmal verkraften. Und zwar, die müsste ich ganz, ganz oben haben. Kennt hier irgendjemand, wer kennt den Braustand hier noch nicht? Also, wer weiß, das kennt ja jeder alles von der Map. Hier oben haben wir einen Braustand und Blaze Rods, wunderbar. Brauchen wir nur eine. Und eine Crafting Box steht da. 1, 2, 3 und, ja, komm so. Ein Braustand, warte mal, ich wollte zwei machen, oder? Komm, zwei Braustände. Zwei Braustände, ich könnte mal wieder in Nether gehen, vielleicht so ein bisschen Zeug farmen. Falls ich es brauche für allgemein Zutaten, den glycerigen Zeug da. Braustände habe ich jetzt zwei. Dann gehe ich runter, leg mich ins Bett, beende die Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Let's Play-Folge. Ich pflanze hier unten noch ein paar Bäume vielleicht an, damit der Wald wieder ein bisschen dichter wird und ich wieder ein bisschen Holz habe. Und dann geht's in den Nether. Ich könnte nochmal vielleicht gucken, oben von der Aussicht, wie sieht's denn allgemein aus? Ist das hier vielleicht nicht einigermaßen schöne Aussicht? Ich mache mir ja kurz einen Screenshot, kann man vielleicht für ein Thumbnail verwenden. Da drüben auch nochmal genauso. Obwohl, naja, muss man mal gucken. So. Das Wasser tropft runter, weil da oben ja dieser Brunnen ist. Werde ich brauchen für die Potions, alles mögliche. Jo, da nochmal ein Thumbnail. Zack, hätten wir es auch schon. Und jetzt kurz pennen gehen. Hab's gespeichert. Sieht man auch das Datum, wann ich es aufgenommen habe. 0.38 Uhr. Ja, ich nehme wieder eiskalt mitten in der Nacht auf. So, dann wäre es das in dieser Folge gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüssen.